Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, wie jeden Tag in unserem Alltagsquiz Ach was, 250 Euro zu gewinnen. Sie kennen das Prinzip. Wir werden jetzt gleich zwei Menschen, zwei sehr freundliche Menschen Ihnen vorstellen, die sehr, sehr überzeugt sind von ihrer Meinung. Ja? Diesmal geht es um ein Küchen-, um ein Haushaltsthema. Und beide sind wirklich stark überzeugend in ihrer Art und Weise. Nur einer hat aber recht. Der beste Moment beim Kochen ist doch, wenn man das Essen auf dem Teller anrichtet und man sich schon darauf freut, wie es gleich schmecken wird. Ah, wunderschön. Das Spülen übernimmt ja hinterher Gott sei Dank die Spülmaschine. Nur diese Edelstahlpfanne, die tue ich nicht mit in die Spülmaschine, da das Salz in der Spülmaschine das Material angreift und die Pfanne anfängt zu rosten. Deswegen spüle ich die lieber mit der Hand. Also um deine Edelstahlpfanne, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Aber aufpassen muss man zum Beispiel bei diesen teuren Messern. Wenn man die ständig in die Spülmaschine packt, dann werden sie stumpf und rostig. Deshalb wasche ich die immer mit der Hand. Ja, jetzt gucken wir mal, wie Frau Gens aus Wittmund sich entscheiden wird. Hallo Frau Gens. Hallo. Zwei Meinungen haben wir also bekommen von Anuschka und Margarita. Was sollte man lieber nicht in die Spülmaschine reinlegen? Das war ja die Fragestellung. Anuschka sagt, eine Edelstahlpfanne gehört da nicht rein. Und Margarita sagt, ein scharfes Messer. Was sagt denn Frau Gens? Wer hat recht? Sie sagt, Margarita hat recht. Margarita hat recht, sagt Frau Gens. Wir loggen ein und lösen auf. Ich hatte recht, teure Messer gehören auf keinen Fall in die Spülmaschine. Denn das Spülmittel reagiert mit dem Metall. Und das kann dazu führen, dass die Klinge breiter wird, stumpf und eventuell sogar rostet. Auch andere Essensreste und Besteckteile können dazu führen, dass die Klinge beschädigt wird. Und das bedeutet auf jeden Fall, wer seine teuren Messer liebt, der spült sie von Hand. Ja, Frau Gens. Sie haben das ganz richtig gesehen und machen es wahrscheinlich auch schon seit Jahren so. Richtig. Und ich hüte mein scharfes Messer. Ja, richtig so. Und wissen Sie, was unsere Haushaltsexpertin Silvia Frank, die ja morgen hier sein wird, immer sagt? Wenn eine Edelstahlpfanne oder überhaupt, wenn man eine Pfanne nicht in die Spülmaschine geben darf, dann sollte man sie gar nicht erst kaufen. Und diesen Tipp habe ich auch schon mal beherzigt. Frau Gens, 250 Euro bekommen Sie. Ah, ist das toll. Und unseren schönen Adventskalender, unseren leckeren, muss man sagen. Da ist ganz schön viel Schokolade drin. Ja, na, ist ja gut für meine Linie. Ja, immer. Und macht ja auch glücklich. Alles Gute. Oh, wie schön.